frische Wind hier am Atlantik. Wunderschöne Sonne. Heute Nacht, in der Nacht vom 21. auf den 22. Dezember, die Wintersonnenwende. Und das ist die Wiedergeburt des Lichtes und der Hoffnung. Du kannst direkt zur Wintersonnenwende ein Feuer anzünden im Garten, draußen auf dem Grill oder im Feuerkorb und damit die Wiedergeburt des Lichtes und der Hoffnung feiern und auf einem Zettel all die Dinge aufschreiben, die du in deinem Leben mehr haben möchtest, verstärken möchtest, und die Dinge außerhalb von dem Kreis, die du nicht mehr haben möchtest in deinem Leben, diesen Zettel dann verbrennen. Wir haben heute in der Rauhnächte-Gruppe schon die Salbungen dazu gemacht mit ätherischen Ölen, die die Hoffnung wiederbeleben, die Schatten vertreiben, innere Schatten und auch schweres Gepäck, was wir noch loslassen dürfen. Und auch Salbungen, um so richtig die Freude ins Gemüt zu bringen, die Sonnenkraft und die gute Laune, zusammen mit der Wiedergeburt des Lichtes. Du kannst die ganze Nacht über eine Kerze brennen lassen, die das Licht symbolisiert und die Licht in die Dunkelheit bringt. An einem geschützten Ort, dass dir nichts anbrennt, das ist ganz, ganz wichtig. Und um 4.27 Uhr am 22. Dezember findet die Wintersonnenwende statt, also ab da werden die Tage wieder länger und wieder lichtvoller, und kannst gerne mit dabei sein bei den 12 Rauhnächten mit ätherischen Ölen. Wir haben in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember haben wir die zweite Vorbereitungsnacht bzw. Vorbereitungstag auf die Rauhnächte mit der Rückschau in Dankbarkeit. Auch dazu machen wir spezielle Salbungen und Übungen gemeinsam, und am 25. in der Nacht vom 25. auf den 26. Dezember geht es dann in die erste Rauhnacht, stärke deine Wurzeln, ab da an dann die 12 Rauhnächte. Und in dieser Zeit, das ist die Zeit zwischen den Jahren, da ist die Schicht dünner zwischen den verschiedenen Sphären, die Barriere zur geistigen Welt, dass wir leichteren Zugang haben zu den einzelnen Themen, die speziell in den Rauhnächten auftauchen, Reinigung, Loslassen, Aufräumen mit Altem, aber auch Vorbereitung auf das Neue, dich vollkommen leer machen und empfänglich machen für das, was kommt. Und wir machen da einerseits die Zielesetzung für die einzelnen Monate, als auch das Reinspüren, welche Themen emotional, mental, Lebensthemen kommen auf und wollen angeschaut, bereinigt werden, bewusst gemacht. Und wir machen dazu in jeder der Rauhnächte spezielle Salbungen, denn die ätherischen Öle, die gehen ins Ätherfeld, die wirken über die Ätherpartikel und natürlich auch physisch und erleichtern dir diesen Zugang zum Manifestieren des neuen Jahres, aber auch zum Aufräumen, Bereinigen, Loslassen, dass du kraftvoll durch diese Zeit gehen kannst. Melde dich jetzt an für die 12 Rauhnächte mit ätherischen Ölen auf meiner Seite lebeduftend.de/rauhnächte. Freue mich, dich durch diese besondere Zeit zu begleiten. Ich selbst bin dieses Jahr 2023 auf 24 mitten am Atlantik und genieße die Sonne, die Leichtigkeit. Es ist immer gut, mal wieder so ein Reset zu machen. 3 Wochen am Stück gut zu sein, also wirklich mal dich rauszunehmen aus dem alltäglichen Trott, in den wir alle ja leicht reinkommen und dann gar nicht merken, wie wir da so drin stecken. Und deshalb kleine Auszeit 3 Wochen, große Auszeit, großer Reset 3 Monate. Ich mache das dieses Jahr über die Rauhnächte. Das heißt, du bekommst auch die sonnige Energie aus dem Atlantik, die Leichtigkeit, die Sonnenkraft und das nach innen gehen. Wenn du kannst, dann nimm dir in den Rauhnächten wirklich die Zeit für den Rückzug, also dass du wirklich an einem Ort bist, dass du nicht viel draußen bist, gerade in der dunklen Hälfte des Tages und der Nacht, dass du mehr nach innen gehst, innerlich, aber auch physisch innerlich, dass du nicht viel unterwegs bist, sondern diese Zeit der Rauhnächte wirklich auf dich wirken lassen kannst.
freue mich, wenn wir uns in den duftenden Rauhnächten sehen. Liebe Grüße vom Atlantik. Und wir sehen uns dann in den Livestreams für die jeweiligen Rauhnächte. Freue mich schon.